Ich habe heute einen Iftar ausgerichtet für Marc Gebauer. Von A bis Z, alles, was das Herz begehrt. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Du darfst noch nichts sagen. Wir sehen jetzt, wie das Ganze zubereitet wurde. Und zwar einiges an Zutaten. Lammschulter, Harissa, ganz viele verschiedene Zutaten, die ich jetzt nach und nach in meinen Bräter geben werde. Einmal kräftig anröste und dann im Ofen butterweich ziehe. Das ist ein orientalisches Gericht. Marc hat gar nicht speziell nach was Orientalischem verlangt. Du kannst bei Iftar natürlich essen, worauf du Lust hast, aber ich wollte es für meine Experience, für mein Gefühl, so auch für euch so ein bisschen traditionell halten. Deshalb gibt es geschmorte Lammschulter mit Tadikreis, also quasi mit Safranreis mit einer schönen Kruste obendrauf. Ich selbst freue mich sehr darauf. Fangen wir an. Ganz wichtig natürlich, das Fleisch ist auch Halal. Also wir haben es beim Halal-Metzger geholt. Ich gebe das hier einmal in eine Schüssel, wo ich ein bisschen marinieren werde. Ich massiere das jetzt ein bisschen ein. Harissa, so eine Paprika-Chili-Paste. Wie sagt Klaus Grillt? 10 Stunden lang normal oder 15 Minuten einkneten. Ja, dann machen wir das mal. Im Mittelpunkt unserer Zubereitung steht dieser Bräter hier. Der hat einen richtig schönen, dicken, gusseisernen Boden und transportiert damit perfekt die Hitze. So haben wir immer ungefähr gleichbleibende Hitze. Und genau das brauchen wir, um unsere Lammschulter da richtig schön zart zu garen. Noch ein bisschen Zeit, aber die haben wir auf jeden Fall, weil wir essen ja erst heute Abend. Vom Aufwand her, abseits der Zeit, super einfaches Gericht. Wir nehmen ein bisschen Öl, geben das in den Bräter. Der Topf ist heiß, das Fleisch ist mariniert. Wir geben das jetzt hinein und braten es schön an. Ordentlich Röstaromen dran bekommen von allen Seiten, denn das gibt uns Geschmack. Jetzt steigt auch schon, das wird Marc gefallen, so eine leichte Schärfe durch die Harissa in die Luft. Das Zeug hat es auf jeden Fall in sich, aber ich glaube, Marc Gebauer kriegt mal, was Schärfe angeht, nicht so leicht aus der Ruhe. Wenn das Ganze schön angebraten ist, können wir einmal wenden. Ich bin heute übrigens selbst nicht streng genommen am Fasten, aber ich habe extra nur gefrühstückt und werde sonst nichts essen, damit ich mich so ein bisschen dafür sensibilisieren kann, so wie schmeckt das Ganze so auf so einen sehr hungrigen Magen. Ich finde, ich habe wirklich das Gefühl, das wird richtig zart später. Wenn alles angebraten ist, holen wir es raus. Sicherheitsabstand mit T-Shirt wird gewahrt. Und vor allen Dingen der Topfboden. Der Topfboden, du sagst es. Den lösen wir jetzt aus mit Schalotten, Knoblauch, Sellerie, Möhren und ein bisschen Olivenöl. Fleißig umrühren, Tomatenmark dran und scharfes Paprikapulver. Einmal kräftig tomatifizieren und ablöschen. Kann man natürlich auch mit Weißwein, Rotwein, Rotwein natürlich schön zu lang. Aber nicht heute. Restliche Brühe dazu. Jetzt haben wir noch ein paar Zutaten, die wir hinzugeben. Rosinen. Liebt man nicht, aber ich sage euch ehrlich, wenn die ganze Zeit in dieser Brühe köcheln, diesen herzhaften Geschmack aufnehmen, ist das was ganz anderes. Kreuzkümmel für diesen orientalischen Kick und Tomate sowie Thymian. Merkst du, was der Kreuzkümmel macht? Riechst du das? Wow. Das ist krank. Richtig krank. Jetzt kommt das Lamm wieder dazu. Die Farben wieder, ne? Das ist wirklich das Schönste. So Brätergerichte sind wirklich das Schönste, was man seinen Augen zeigen kann. Jetzt mit Wasser auffüllen, bis alles bedeckt ist. Alright. Deckel drauf. Backofen ist vorgeheizt. 140 Grad. Und jetzt geben wir dem alle Zeit der Welt. Mindestens 1,5 Stunden. Eine weitere Beilage sind diese Auberginen, die wir schön dick geschnitten haben und jetzt einmal mit im Ofen durchrösten. Davor aber ordentlich salzen, zieht alles raus, was wir nicht mit drin haben wollen. Ich glaube, Bitterstoffe werden auch entzogen. Am besten auf so ein Gitterding, damit es von oben und unten Luft ziehen kann. Warten wir kurz und dann tupfen wir das mit Zewa ab. Guckt euch das einmal bitte an. Es hat wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Wasser wurde gezogen. Das wollen wir alles nicht drin haben, geschmacklich, deshalb tupfen wir einmal ab. Das stellen wir jetzt einmal in unseren Ofen einfach dazu. Und spätestens jetzt seht ihr, wir haben einiges an Zutaten wieder hier stehen. Einen frischen Topf. Wir machen ein echtes Festmahl. Ich meine, wenn man nur einmal am Tag isst, dann wollen wir auch alles mitnehmen. Die klassische Dattel, eine Vorspeise, Hauptspeise und was Süßes für hinterher. Wir machen jetzt eine Linsensuppe, türkischer Style. Also Mercimek kennt man das Ganze auch. Hier drüben habe ich geschnittene Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln, bisschen Knoblauch, Ingwer. Topf heiß machen und ein guter Stich Butter hinein. Dieses Rezept ist angelehnt an das von Gülcan. Ihr erinnert euch, die türkische Oma, die uns empfangen hat und uns gezeigt hat, wie sie kocht. Einiges mitgenommen, vor allem wie unglaublich gut diese Mercimek geschmeckt hat. Mercimek heißt übrigens nicht dieses genaue Gericht, sondern es heißt einfach Linsen auf Türkisch. Wenn die Butter gebräunt ist, kommt das Gemüse dazu. Ich fange mal an mit den Kartoffeln, dann noch die Zwiebeln, die Möhren. Und das Beste, alles was wir heute kochen, mit Köpfchen, können wir natürlich dann ganz entspannt beim Marc entweder fertig kochen, aufwärmen und dann perfekt getimed servieren. Jetzt geben wir Tomatenmark dazu, Paprikamark bzw. Eiber, da ist noch ein bisschen Knoblauch und so dabei, Nana-Minze, Kreuzkümmel und natürlich, wir kochen für Marc, Chili. Jetzt noch unsere roten Linsen, wunderschön farbenfroh, Knoblauch und ein bisschen geriebener Ingwer. Den Knoblauch lasse ich einfach ganz, die anderen Sachen habe ich gleichmäßig grob geschnitten. Einmal durchrühren. Das sieht super aus. Und wir füllen mit Wasser auf.
Hier gilt es, dass alles bedeckt ist. Machen wir einen Deckel drauf und lassen das Ganze einfach für 20 Minuten kochen. Auch unsere Beilage ist was ganz Besonderes. Ich habe hier Safran in heißem Wasser schon mal aufgelöst, aromatisiert. Aber zunächst gebe ich ein bisschen Butterschmalz in unseren Reiskocher. Den schmelze ich da, denn wir wollen jetzt diesen persischen Tadik-Reis machen. Der Butterschmalz ist geschmolzen. Ich schütze jetzt Safran mit Wasser dazu. Wir gucken, dass alles mit rauskommt. Löst das hier alles komplett aus. Jetzt unser Reis. Machen eine ordentliche Portion. 400 Gramm. Ist natürlich gewaschen. Ordentlich Wasser drauf. Jetzt eine Prise Salz. Einmal ein bisschen durchrühren. Die Farbe ist jetzt schon geil, ne? Zumachen. Crispy. 1,5 Stunden. Ich glaube, jetzt heißt es nur noch warten, bis der Ofen fertig ist, bis der Reis fertig ist. Die Suppe dürfte jetzt sogar schon fertig gekocht sein. Wir ziehen die dann einmal frisch auf mit dem Pürierstab. Hier ist unsere Arbeit jetzt erledigt. Ab geht's zu Marc nach Düsseldorf. Ich höre so eine Freude bei dir. Ist das die Vorfreude aufs Essen oder? Ja, ich bin pumped, bin ich. Jetzt aktuell, wenn du so fragst, was ist so das nächste Hype-Produkt, was so jetzt auf einmal jeder hat, also Miki, Sascha, Nico auch. Der Worldwide Wohnzimmerduft ist das, ne? Nee, wegen dem Hirsch. Achso, okay, nee, aber das ist Panadora Crop & Cial und der ist... Wo kann man den kaufen? Auf www.makiwa.com. Was ist dein intensivster Duft? Nein, intensivster Duft von der... Silage. Das ist schon in der gesamten Industrie quasi der stärkste. Wenn ich den jetzt auf den Pullover mache, wirst du den Pullover waschen und das wird halt noch da sein. Mach mal. Oh, das ist so. Also ich sag dir, es geht direkt los. Das ist mein Lieblingsduft. Ne? Bevor wir wieder in die Küche gehen, ich zeig dir noch einen Stinker, damit wir auch alles abgedeckt haben. Regt das den Appetit an? Nö, aber ich will es dir trotzdem zeigen. Und zwar was in die Oud-Richtung. Dunkel. Och, mit einer Note Harzer Käse. Geil, ne? Ja. Das ist der Markus Rühl-Duft. Schmecken muss wirken. Ja, genau. Der wirkt auf jeden Fall. Ne? Ja. Jetzt muss es auf jeden Fall schmecken. Deshalb gehen wir in die Küche, machen das Ganze fertig und lassen es uns schmecken. Hoffentlich. 15 Minuten bis Sonnenuntergang. Wir sind in der Küche angekommen. So sieht das hier aus. Man kann auf jeden Fall super arbeiten hier. Ich habe eigentlich alles schon fertig dabei. Einmal hier unseren Safranreis. Dann habe ich vorbereitet ein paar Datteln, weil traditionell bricht man ja das Fasten mit einer Dattel. Baklava als Dessert. Noch eine schöne Pide, die wir gleich zu unserer Linsensuppe machen werden. Die steht hier. Mache ich gerade mal warm. Dann pürieren wir die durch und passen das ein bisschen an mit Wasser. Und unsere Lammschulter ist wirklich wunderschön geworden. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mache noch einen schnellen Minzjoghurt zu der Lammschulter. Dazu habe ich so einen fettigen griechischen Joghurt dabei. Wir haben noch genau 15 Minuten. Ich glaube aber ehrlich, das wird überhaupt kein Problem. Joghurt, Minze, zupfe ich mir einfach ein paar Blätter. Unsere Linsensuppe toppen wir dann auch noch mit ein bisschen Petersilie. Die Minze ein bisschen aktivieren. Minze rein, Salz, Pfeffer noch dran. Oh, ich rieche wirklich diese ätherischen Öle entweder von der Minze oder von meinem Pulli ab. Ich weiß nicht genau, was das ist. Greifen wir uns den Mixstab und ziehen das hier einmal durch. Wir haben eine wunderschön sämige Konsistenz. Wir wollen das Ganze aber ein bisschen flüssiger bekommen. Deshalb schütten wir einfach ein bisschen Wasser nach. Das heißt, wir geben jetzt nach und nach ein bisschen was in unsere Suppe hinein. Hier habe ich noch eine Pide. Die gebe ich jetzt einfach kurz in den Ofen. 5 Minuten, dass sie wieder schön warm und knusprig ist. Wir bringen jetzt die Suppe auf die perfekte Konsistenz und dann servieren wir. Ich bin ready! Ey, wir haben noch ein paar Minuten, ne? Das ist natürlich jetzt die letzte Minute. Eine. Ui! Ui! Guck mal, auf die Minute getimt. Ich bin richtig bereit. Brichst du jeden Tag das Fasten mit der Dattel, so ganz traditionell? Eigentlich schon, ja. Ja? Wir fangen jetzt an, weil die Zeit ist gekommen. Wir fangen mit einer Dattel an. Aha. Gibt's aber auch große Unterschiede bei Datteln wahrscheinlich, oder? Schöne Grüße gehen raus an den Dr. Shahin. Wir waren zusammen in Mekka und normalerweise, also viele Leute bevorzugen diese großen Datteln. Er hat mir immer gesagt, die guten Datteln, also das ist nur für die Esel. Also nicht für die Esel als Person, sondern für die wirklichen Esel, sondern in Mekka bekommt man immer diese ganz kleinen. Wir haben aber welche hier. Also so sehen die aus. Die haben wir. Die Pflaumen fast. Die haben wir. Und hör mal. Sind wie Steine. Also die haben wir mitgebracht aus Mekka. Bin ich gespannt. Jetzt komm ich, bring Essen mit und du hast das bessere Essen da. Wirklich Pflaumen, so wie so getrocknete Pflaumen. Aber ein bisschen härter, ne? Also wirklich muss ich sagen, vor allem die werden auch nie schlecht und so. Sehr, sehr lecker. Halte ich nicht zurück. Ja, ich halte mich nicht zurück. Du hast auch an die Zitrone gedacht, das ist schon mal sehr, sehr gut. Von der Suppe her, wie war es so für dich? Sehr, sehr entspannte Gerichte. Okay. Weil bei allen so die Zeit für uns gearbeitet hat. Ja. Wir haben es uns ganz entspannt gemacht und jetzt hoffe ich, dass es dir schmeckt.
Okay. Eigenes Rezept oder woher ist das? Nee, das ist ein bisschen Kiki's Kitchen und ein bisschen türkische Oma, die für mich gekocht hat. Okay, cool. Alles zusammengeworfen, ja. Aber lassen wir es uns erstmal schmecken. Wir machen das ganz ähnlich wie bei PK. Das kennst du ja. Essen auf und dann kannst du noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Aber du sollst vor allem auch ungestört genießen können. Hat's dir geschmeckt? Ja, ich habe 2 Teller gegessen. Ich bin absolut begeistert und bin hyped. Nächster Gang. Was sieht für dich besser aus? Beide sehen gut aus. Hier ist fettiger? Nee, von mir aus nichts. Achso, dann nehme ich das. Du musst heute Sport machen, ja, habe ich gehört. Fitness. Ja, klar. Boah, ich muss sagen, hier der Reis, der sieht ja, ist ja wie gezeichnet, ne? Ja, ich würde sagen, du kannst ja gerne ein bisschen was vom Reis nehmen. Ich hole noch was zum Aufgeben. Dann ein bisschen Minzjoghurt. Ja. Nochmal ein bisschen Zitrone. Der Minzjoghurt, ne? Minzjoghurt. Und dann lassen wir es uns schmecken. Und natürlich wichtig für dich hier, ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Dann haben wir im Ofen gegarte Auberginen. Jetzt mal eine Frage, was ist denn so aktuell so dein, was isst du oder was kochst du so am liebsten? Was ist so dein Lieblingsgericht, wo du so gerade aktuell sagst, das hat mich richtig überzeugt, also das feiere ich aktuell. Weil ich jetzt gerade so im Fitnessfilm bin, ja. Das wird jetzt keine Emotionen wecken bei dir. Das ist Instant Rice Pudding mit Proteinpulver und gefrorenen Himbeeren zum Beispiel. Oder aber auch so ein Low-Calorie Bagel mit Pastrami, Spiegelei. Okay. Mag ich auch sehr gerne. Gut, dann lass es dir schmecken. Die ersten Reaktionen können wir ja schon mal mitnehmen. Okay, jetzt. So soft, ne? Guck dir das mal an. Das ist ja ein Hauch von nichts. Weil ich bin auch auf den Reis hier gespannt, ne? Also ich meine, was ist denn hier los? Essen wir erstmal in Ruhe auf. Was sagst du? Das war ein sehr leckeres Essen. Das freut mich. Also das muss ich sagen, das Schmorgericht war top, der Reis war top. Nicht zu üppig, wenn man den ganzen Tag nicht gegessen hat? Oder genau richtig? Ich sag mal so, ich bin schon... Genau, guck mal, meine Weste. Ich bin schon im Food-Koma. Also, was soll ich dir sagen? Der Knopf hier, der macht den Herzenjob von uns allen, sag ich dir. Aber es hat dir gut geschmeckt. Ja, mir gut geschmeckt. Weil ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja. Es gibt einen kleinen Tee, dazu ein Baklava und dann schießt du genau diesen Knopf ins Objektiv. Okay. Dann ist das Video vorbei. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien so ein Baklava hat. Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Jetzt sag mal. Boah, erstmal den Blätterteig machen. Lass mal es uns schmecken. Ich hoffe, du hattest ein angenehmes Abendessen. Sehr, sehr schön. Ich habe im Prinzip mir einfach durch mein Kochen mir ein Abendessen mit dir erkauft. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank für das Kochen und bis jederzeit herzlich wieder eingeladen. Ich komme gerne wieder. Vielen lieben Dank. Ich muss sagen, auch so die Iftar Experience kulinarisch super lecker. Falls heute Bayram ist, wenn ihr das seht, dann ein schönes Fest euch allen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.